Zum 20. Internationalen Filmfest Oldenburg kann der Besucher mit besonderen Perlen des Independent-Kinos rechnen. Bei der traditionellen Preview-Veranstaltung in der OLB gestattete Festivalchef Thorsten Neumann einen ersten Einblick in das frisch gedruckte Programm. Er empfiehlt: Welcome to Argentina ist ein ganz bezaubernder Film. Ein französischer Film, der in Argentinien spielt und der mich ganz happy gemacht hat, als ich den gesehen habe. Und die Premiere von Mania Akbari, die wir mit einer Retrospektive vorstellen, vom Teheran to London. Ein ganz intensives Stück Film. Nach 20 Jahren ist das Filmfest aus Oldenburgs Kulturgeschehen nicht mehr wegzudenken. Dabei hat es gerade in den letzten Jahren Probleme mit der Finanzierung gegeben. Die Stadt Oldenburg kürzte ihre Gelder ein. Hauptsponsor OLB hält an seiner Unterstützung für das Filmfest allerdings fest. Ja, ich denke, das Filmfest ist ein enormes Plus für die Stadt Oldenburg. Die Stadt lebt in diesen Tagen. Das ist ein internationales Flair, die Öffnung nach außen. Ich bin ja selbst hier auch in Oldenburg zugezogen und kannte das Filmfest. Und ich denke, es hilft uns als Stadt, aber auch im Nordwesten enorm mit dem Renommee, was hier wirklich über die 20 Jahre aufgebaut werden konnte. Wir haben viele internationale Stars und wir haben immer sehr innovative Filme. Und das ist einfach toll und soll weiter gefördert werden. Eine Förderung, auf die das Filmfest seit 20 Jahren zählen kann. An Neumanns Ehrgeiz, ein gutes Programm abzuliefern, hat sich seit 1993 nichts verändert. Im Grunde war das gar nicht so anders als jetzt. Wir haben uns irre viel Mühe gegeben, da ein spannendes Programm zusammenzustellen. Wir haben ein paar weniger Filme gehabt, ein paar weniger Kinos gehabt. Aber wir haben so das Kino versucht, nach Oldenburg zu holen, was wir immer noch versuchen, nach Oldenburg zu holen. Inzwischen ist das Filmfest in der Stadt angekommen, begleitet von zahlreichen Aktionen wie Filmvorführungen im Gefängnis, Ausstellungen, Konzerte und vor allem ganz großes Kino. Das rund 20-köpfige Team um Thorsten Neumann sorgt jedes Jahr für eine erfolgreiche Umsetzung des Vorhabens. Also es gibt Leute, die kümmern sich darum, dass die Filme an den richtigen Orten ankommen und in einem richtigen Format und abgespielt werden können. Und meine Aufgabe sind die einzelnen Events. Das heißt, ich organisiere zum Beispiel das Opening im Staatstheater dieses Jahr und ich werde dafür sorgen, dass hoffentlich die Rahmenbedingungen gegeben sind, dass sich unsere Gäste wohlfühlen und dass unser Chef, Herr Thorsten Neumann, sich wohlfühlt und dass alles glatt läuft. Wie 2012 schon wurde im Internet über die schönste Filmfestpose 2013 abgestimmt. Dabei durften sich einige Oldenburger mitten in der Innenstadt in den klassischen Oscar-Moment aus Hollywood hineinfühlen. Am besten gelungen ist dies Stefan Markus aus Oldenburg. Das internationale Filmfest startet am 11. September und spätestens nach der Preview-Veranstaltung in der OLB haben die Oldenburger jetzt einige Filme auf der Liste. Am liebsten würde ich sie alle anschauen, habe so schnell die Termine nicht mitbekommen, aber wenn es möglich ist, schaue ich mir fast alles an. Ja. Ich möchte gerne Love Sticks hieß der und den Staudamm fand ich sehr interessant. Also es waren einige dabei, aber ich muss mir das im Programm tatsächlich nochmal angucken. Es gab ein paar Filme, die ich mir direkt notiert habe. T-Shirt zum Beispiel würde ich gerne schauen und auch Staudamm werde ich mir wohl ansehen. Und mit Sicherheit auch den einen oder anderen. Also ich kann es eigentlich kaum abwarten, dass nächste Woche wird. 20 Jahre und kein bisschen müde. Das Filmfest kann kommen. Das Filmfest-Spezial wird Ihnen präsentiert von der OLB.